Es ist Samstag, es ist 16:30 und es ist keine Plattdeutsch-Sprechstunde, aber ich hatte heute Morgen ein wenig Zeit mit meiner Familie und bin mal ganz kurz in den Baumarkt gedüst. Kennen wir ja alle. Baumarkt ist immer was Schönes, gibt's feine, schöne Sachen und ich habe was ganz Tolles entdeckt und will das Ganze jetzt hier vorbereiten. Und ich habe mir gedacht, bevor ich das hier alleine vorbereite, und vor mich hinwurschtel, gehe ich einfach mal ganz kurz live für die, die es interessiert. Ich habe mir Buchstaben gekauft. Da gibt es ganz viele. Die sind aus Kartonage. Kann man ganz viele coole Sachen damit machen. Also wie gesagt, das ist Karton. Sind auch echt super günstig. Für jeden von uns ist ein Anfangsbuchstabe dabei rausgekommen. Allerdings sind die braun. Ne? Braun. Von daher ist es ganz schön doof, wenn die braun sind, weil wir wollen sie ja bunt haben. Ich will die dann lackieren. Ich werde die dann nachher einfärben mit unserer Kalkfarbe oder einsprühen, je nachdem, auf was ich Lust habe. Aber was natürlich total cool wäre, wenn die Front vorne in einem tollen Vinyl wäre. Hier zum Beispiel aus unserer Vintage, die bald kommt. Oder wenn da lauter Sterne drauf wären. Und da ist dann immer die Frage, wie bekomme ich dieses E so, dass es auch wirklich ein E wird zum Schluss, ohne da mit dem Cutter oder mit der Schere oder mit sonst irgendwas rumzuschnibbeln. Ja, was machen wir da? Das Einfachste ist, also wir haben das, es gibt es ja öfters, es gibt ja ganz tolle Sterne, Holzsterne oder sonst irgendwas. Und dann fragt man sich immer, wie kriege ich das genau so hin, dass es eins zu eins passt? Oder wie kriege ich da eine Schrift rein, ohne dass ich es jetzt groß ausmessen muss? Also wir messen ja sonst immer so ein bisschen aus. Müssen wir da aber nicht machen, weil wer eine PIX-Scan-Matte hat, kann sich das total einfach machen. Also ich mache jetzt keinen PIX-Scan-Kurs, ich zeige euch einfach, wie ich das hier mache. Ich habe hier das E und nehme mir jetzt ein weißes Blatt Papier und klebe mir das gerade mal auf meine PIX-Scan-Matte. Ich muss nur gucken, aufgrund des Videos musste ich die Belichtung ein wenig runternehmen, ob das mit dem Foto klappt. Ich werde es merken. So. Jetzt nehme ich mir das E, ich drehe euch mal auf. Und das ist die PIX-Scan-Matte. Hier ist die PIX-Scan-Matte. Das lege ich mir hier drauf. Und jetzt nehme ich mir einen Stift. Ja, ich nehme mir einen Stift. So, einen schwarzen Stift. Ich könnte es eigentlich auch von oben fotografieren, aber wie es bei dem tollen Wetter im Moment ist, sind es viel zu viele Schatten. Von daher zeichne ich mir das eh lieber ab. Muss ich nachher beim Bearbeiten bzw. beim Nachzeichnen nicht groß rummachen. Also ich zeichne mir das E hier jetzt ab. Wenn es nur um Sternchen oder irgendwas geht, könnt ihr es auch wirklich komplett abfotografieren, wenn es nur darum geht, ob es reinpasst oder nicht. Aber ich will ja die Front komplett so haben. Also ich habe mir das E jetzt abgezeichnet. Ja. Das mit dem Licht heute bei diesem blöden Wetter. Also ihr seht, ich habe da mein E drauf gemacht. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. So, also ich habe mir hier mein E jetzt drauf gezeichnet. Wichtig ist, dass es auch wirklich durchgängig ist. Also wenn ihr was vergessen habt, dass ihr es wirklich schließt. Dass wir beim Nachzeichnen dann keine Probleme haben. So. Was tue ich jetzt? Ich persönlich, ich hole euch jetzt mal hoch, ich persönlich mache das immer mit der Kamera. Also man kann es natürlich auch mit dem Handy machen, aber ich fotografiere eh so viel, dass ich mit der Kamera fotografieren. Wenn ich fertig bin, stecke ich meine SD-Karte hier an der Seite rein und lese mir das direkt von der SD-Karte runter. Weil dieses hin und her Geschicke mit Handy auf Facebook und von Facebook dann runterladen und speichern, ist mir immer viel zu viel Aufwand. Von daher nehme ich immer wirklich direkt gleich die Kamera. Nimm meine SD-Karte raus, steck sie rein und lade es mir dann direkt hoch. Wichtig ist, ihr braucht gutes Licht. Habe ich jetzt hier nicht. Ich probiere sie mal, ob es geht. Ansonsten, ich habe das M vorhin schon mal abfotografiert, dann können wir es mit dem M nochmal probieren. Wichtig ist bei der PIX-Scan-Matte, achtet drauf. Ich mache hier zum Beispiel auf einer Unterlage. Ich habe hier eine ganz tolle Unterlage, dass hier stehen 1000 Sachen drauf. Das ist immer schlecht. Ich habe das jetzt mit weißem Papier abgedeckt. Ich mache mal diese Dinger weg. Ihr seht, es ist eigentlich was ganz Buntes. Ich habe mir das hier mit weißem Papier so ein bisschen abgedeckt, dass wenn ich jetzt das Foto mache, der wirklich nur die Passermarken sieht und nichts anderes. Das hier unten, das müsste eigentlich gehen. Es ist weit genug weg.
aber es soll ja wirklich nur hier fotografiert werden und dass außenrum nichts liegt, was den irgendwie stört. Es muss wirklich hier alles sichtbar sein. Ich habe eine EOS M10 Kamera, weil du gefragt hast. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache jetzt von oben, ist meine SD-Karte da jetzt drin? Ja. Ich mache jetzt von oben ein Foto, ist jetzt immer die Frage, ne? Pest oder Cholera, was zeige ich euch? So, ich stehe jetzt, wie gesagt, hier oben und mache ein Foto und gucke, dass wirklich ich frontal von oben fotografiere, also wirklich von oben nach unten, dass alles sichtbar ist. Der Stift ist zu nah. Ich glaube, es ist zu dunkel. Probieren es. So, Foto ist gemacht. Foto ist gemacht. Huch. Ach, bin ich wieder schick heute. Es ist schließlich Wochenende, ne? Schließlich ist Wochenende. So, ich nehme jetzt quasi, ich mache sogar, weil ihr da seid, die Kamera vorher aus, die SD-Karte raus und stecke sie mir hier rein. So, ich gehe jetzt. Ihr hört mich, aber ich sehe euch nicht, aber das ist nicht wichtig. Ich nehme euch jetzt mit auf meinen Bildschirm. So, gehe auf in mein Silhouette-Programm. So, gibt es hier die Pixscan-Matte. Und ich sage ihm, er soll sie mir importieren. Hier, was ihr seht, das sind meine ganzen Fotos, die ich die letzten Wochen, Tage gemacht habe. Und da ist mein E. So, ihr seht, was ich fotografiert habe von oben. Er widerspricht mir. Bitte, bitte mach das nicht so dunkel ist. Er lädt. Und schon seht ihr mein E hier im Programm. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Sterne reinmachen wollen würdet, könntet ihr hier schon mal anfangen. Das ist eine große Datei. So, also, ich mache mir das Ganze jetzt nochmal. Wo bin ich stehen geblieben? Ich bin weg. Also, ich bin wieder da. Ich gehe davon aus, ihr habt das Importieren nicht gesehen. Dann würde ich das gerade einfach nochmal machen. Ich gehe wieder zurück ins Programm. So. Da hatte ich es schon gemacht. Gehen wir einfach nochmal. Machen wir es neu. Ich habe die Pixscan-Matte hier gewählt. Sage, ich möchte es aus der Datei importieren. Jetzt gucke ich immer mal wieder, ob ihr auch wirklich noch da seid. Hier ist mein E. Gehen wir mal gucken, ob ihr noch da seid. Ihr seid noch da. Gut, hier ist mein E zu sehen. Sage, ich möchte es einlesen, wenn der widerspricht. Der spricht ja einfach auch. Er sagt, bitte ohne Kalibrierung einfügen. Gucken wir mal, ob ihr noch da seid. Ihr seid noch da. So, hier ist mein E. Hier ist mein E. Ohne Probleme wieder da. Und ihr könnt hier jetzt, wenn ihr wollt, eben entweder. Ja, das sind halt große Dateien. Ich hoffe, es geht. Also ihr seht mein E. So. Ihr könnt hier entweder Sternchen einfügen, seid ihr noch da? Ihr seid noch da. Ihr könnt hier entweder Sternchen einfügen und dann sagen, okay, gut, die müssen so und so groß sein, dass sie ins E passen. Ihr könnt Buchstaben einfügen oder Wörter einfügen, um zu sagen, okay, gut, so und so groß muss es sein, dass es eben, wenn man da jetzt irgendwie alles, was mit E ist oder eben schöne Sprüche oder was weiß ich, dann kann man das hier sich schon schön anpassen und weiß, wie groß man es dann im Endeffekt schneiden muss. Man kann natürlich auch, das ist das, was ich eigentlich machen möchte. Ich möchte mir das E komplett vorne schneiden lassen, dass es die ganze Front bedeckt. Also gehe ich auf Nachzeichnen und zeichne mir das E hier nach. Ich mache es jetzt auf die Schnelle, ohne hier groß umzustellen, sage ich, will es nachgezeichnet haben und schwupps, habe ich hier mein E und kann mir das dann schneiden lassen in meiner Folie, die ich möchte. Also von daher, das ist so eine Sache, die man einfach auf die Schnelle machen kann. Ich komme mal wieder zurück zu euch. Das bin ich nicht. Hier bin ich richtig. Gehe hier wieder weg. So, da bin ich wieder. Also das kann man ganz toll machen, gerade mit Buchstaben oder mit Wörtern. Oder ich, wie gesagt, möchte mein E komplett weiß lackieren und möchte unsere tolle neue Folie vorne draufkleben. Und dann kann ich mir das Ganze hier super schön vorbereiten, kann mir das E dann schneiden lassen und es passt 100% auf meinen Würfel, auf mein E, auf mein was weiß ich, was ich noch für Buchstaben alle mitgenommen habe. Und man kann das Ganze dann speichern. Man kann sich, das Bild hat man natürlich sowieso in seinen Dateien.
Und man kann sich Cornelia natürlich auch das alles dann entweder in die Bibliothek speichern oder auf der Festplatte, wie man möchte. Nur, dass ihr mal so ein bisschen wisst, was man mit der Pigscan-Matte unter anderem noch machen kann. Also nicht nur eben Sachen einlesen für Reste oder sowas, sondern kann es wirklich auch für solche Sachen benutzen. Es gibt ja tolle Tannenbäume aus Holz, die kann man sich lackieren und kann sich dann sagen, okay, gut, ich muss euch das zeigen. Dann habe ich auch aus der Restekiste mitgenommen, so einen Stern. Das ist auch aus der Restekiste gewesen. Das war so ein Stern vom Depot. Da ist das Frohe Weihnachten total abgekratzt. Den will ich mir dann im Endeffekt weiß lackieren. Und da kann man sich einen ganz tollen Wunsch eben drauf machen mit Vinyl. Und wenn man genau den 100% anpassen möchte, macht ihr es genauso wie ich gerade. Legt es euch auf die Pigscan-Matte, zeichnet es nach. Oder wenn ihr gutes Licht habt. Ich habe hier durch diese vielen Lichter gerade nicht so gutes Licht. Das heißt, es wirft Schatten. Und Schatten wollen wir ja nicht. Dann malt ihr es einfach mit einem Stift nach. Macht ein gutes Foto, schaut, dass alles abgedeckt ist, dass ihr keine Fussel oder irgendwas mit fotografiert, dass das nicht so das Ganze stört. Und dann geht es super einfach. Da könnt ihr euch, wie gesagt, Sterne, sonstiges. Wer Bock hat auf Pigscan am 14.11., die Kurse trage ich jetzt ein, gibt es auch noch einen Kurs mit der Luda drüber, so in Richtung Sticker. Die Tina will auch nochmal was in Richtung Pigscan machen. Und er schätzt diese Matte nicht für unsere Brother-Nutzer. Ist im Endeffekt, ihr braucht kein Foto machen. Ihr macht so, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Nehmt euch einfach ein weißes Stück Papier, malt es nach, legt es in euren Scan and Cut. Der scannt ja selbst. Da müsst ihr keine Fotos machen. Und im Endeffekt könnt ihr dann das Ganze noch einfacher sogar als wir euch die Sterne reinsetzen, Schriften reinsetzen oder sonst was. Das war meine Kurzmeldung am Samstag. Sorry, das mit vorhin, dass ihr mich nicht so lange gesehen habt. Ich schneide es einfach raus. Und lade es nochmal neu hoch. Aber ich bin einfach live besser. Hätte ich das Ganze jetzt abgedreht, hätte ich wahrscheinlich 2 Stunden gesessen. Von daher wünschen wir euch, das ganze Team und ich, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Hoffentlich morgen ein bisschen besseres Wetter. Bastelt ein bisschen, räumt die Bude auf und knutscht eure Familie. In diesem Sinne, habt's fein. Eure Eva, macht's gut.